Ja, guten Morgen, Hennemann, Echo der Frau. Spreche ich mit Frau Schreinemakers? Ja. Wir machen eine ganz kleine Umfrage. Was haben Sie denn Silvester gemacht, Frau Schreinemakers? Ruhe. Was? Silvester stand im Zeichen der Ruhe. Ich war in Salzburg, da Skifahren, wo es keinen Schnee gab. Also, es war gar nichts drin, ne? Ich wollte Skifahren, war kein Schnee. War kein Schnee? Nein, überall nirgends, ab 2000 Meter erst. Schade. Ich gehörte zu den vielen Schneegeschädigten, beziehungsweise nicht Schnee. Sind Sie eine würden Sie sich als eine Schneegeschädigte schreiben? Dürfen wir das schreiben, dass Sie schneegeschädigt sind? Ja, das würde ja bedeuten, ich hätte Schnee gehabt. Ah, ja. Ne? Frau Schreinemakers. Ja. Was sind für Pläne im nächsten Jahr? Was wird gemacht? Erzählen Sie ein bisschen was über sich. Ja, wir haben gerade die ersten beiden Sendungen aufgezeichnet. Wer war alles dabei? Da war bei Udo Lattek, Ron Williams, H.P. Kerkeling und Barbara Schöne. Oh, ist ja entsetzlich. H.P. Kerkeling in der Sendung. Der war wunderbar. Ach, fürchterlich. Den Mann kann ich gar nicht sehen. Ja, Gott, wir sind ja alle keine Eintöpfe, ne? Nicht, ja. Ich finde ihn entsetzlich. Der mag schon alles, ne? Oder umgekehrt. Ich finde ihn entsetzlich. Nein, der war ausgezeichnet. Also war wirklich sehr, sehr, kann man sich sehr, gar sehr nicht gut vorstellen. So ein hässlicher Mensch, nicht? Ja, aber der war ja ohne Verkleidung. Der ist doch gar nicht hässlich, wenn er nicht Herrn Schwebli spielt. Frau Schreinemakers. Ja, und das wollte ich Ihnen jetzt auch noch eben sagen. Frau Schreinemakers, ist es richtig, dass Sie im nächsten Jahr in einem Musical mitspielen wollen? Wir haben gelesen, dass Sie Maria Magdalena höchstwahrscheinlich spielen werden in Jesus Christ Superstar. Ich? Ist das ja. Wo soll das denn gestanden haben? Habe ich gelesen. Ich kann nicht mehr. Nein. Haben Sie nicht? Machen Sie nein, nicht. Nein, ich würde sowas ja herzlich gerne tun. Und die Gerüchte, dass Sie die Gerüchte am Milowitsch-Theater stimmt auch nicht? Nein, die stimmen auch nicht. Ja. Also Musical wäre schon eher mein Ding. Ja, schade. Was kann das denn? Geben Sie mir mal einen Tipp. Ist es richtig, dass Sie früher Fernseher verkauft haben, Frau Schreinemakers? Hallo? Du Sau. HP. Hast du mich erkannt? Dieser Anruf ist soeben aufgezeichnet worden. Mir ist es gelungen. Ich habe dich reingelegt. Der hässliche Mensch. Diese blöde Kuh. Gleich für dich aus. Haben wir alles aufgezeichnet. Ja, das macht ja nichts. Ich habe gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich habe gesagt, die erkennt mich nach 2 Sekunden und du hast das nicht gemerkt.